Ja, wir steigen direkt da ein, wo wir aufgehört haben, und zwar beenden wir diesen Tag. Und wir sehen, dass wir jetzt hier noch ganz viele neue Gebiete haben, unter anderem einen Supermarkt. Da gibt es viel Essen, viel Material, da ist aber auch Danger angesagt. Ihr seht, Danger heißt, hier sind auf jeden Fall Feinde am Start. Wir haben das Abandoned Cottage, da waren wir gerade schon. Wir haben die Sniper Junction. Oh, die ist ganz nah an unserem Haus, das ist witzig. Das ist ein interessanter Ort, denn da ist ein Sniper unterwegs und der schießt uns die ganze Zeit ab. Also sehr gefährlich. Ich kann immer noch nicht hierhin, das heißt, die Sägeblätter habe ich erstmal umsonst mir hergestellt in der letzten Folge. Ich gehe, denke ich, also jetzt erst einmal diese Abandoned Cottages und hole mir da einfach mal ohne Ende weiter mein Zeug, also meine Ausrüstung. Ich glaube, Jakob hat mal wieder Bock loszuziehen. Jan lassen wir schlafen. Alex lassen wir schlafen und Philipp hält mal wieder Wache. Ja, wir nehmen auch gar nicht. Warte mal. Nee, wir nehmen einen Lockpick mit. Nee, zwei nehmen wir mit, um ins Schlafzimmer zu kommen und um den Schrank aufzumachen. Aber mehr brauchen wir nicht. Das ist auch ganz gut. Dann verbrauchen wir die beide und haben also noch einen Slot mehr sozusagen übrig. So, jetzt wird erstmal hier eingesammelt, was wir letztes Mal da liegen gelassen haben. Unten ist auch noch was zu holen, aber da gehen wir gleich erst hin. Jetzt mache ich erstmal hier diesen Schrank auf. Diese kleine Ratte. So, mal gucken, was da drin ist. Oh, geil. Bandage, Munition, super. Das ist sehr schön. Ab nach oben. Machen wir das hier jetzt auch nochmal auf. Und schau nochmal, was der Vater, der arme Familienvater, hier hinterlassen hat. Krass, einiges an Parts, an Components, das gefällt mir. Ja, diese Woods, die sind einfach so unhandlich, das macht einen echt wahnsinnig. Die lassen wir hier, die Shell Casings nehmen wir nochmal mit, aber ich denke mal, dass ich das eh alles wieder hier zurücklasse. Ach krass, Pillen. Ah, Gott, ist das alles cool. Dann nehmen wir doch die erstmal mit und lassen diese eklige Roll-Up hier liegen. Schauen nochmal hier in die Kommode oder in das Nachttischchen. Meine Güte, ist hier geiles Zeug am Start. Ah, tut's fast schon weh, jetzt keine Parts mitzunehmen, aber Broken Weapon Parts sind auch geil, dann kann ich eine zweite Pistole bauen. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein Luxusproblem, das man hier hat. Aber es lässt sich nicht ändern. Gut, ich würde sagen, das war's schon wieder mit diesem Raubzug, denn viel mehr kann ich hier nicht holen. Wir gucken mal rein. Ich kann auch mal unten gucken, ob es da vielleicht noch welche von diesen Electric Parts gibt und von diesen Parts. Oh nein, soll ich die fallen lassen? Oh Gott, kann man die aufheben? Ja. Das wäre jetzt ja noch gewesen. Schön, dass das so stundenlang dauert, die aufzuheben. Und ich gucke jetzt hier nochmal nach, was ich hier zurückgelassen habe. Vielleicht kann ich ja noch doch noch was mit reinnehmen, aber ich glaube, nee, da waren nur so Holz und Components. Ärgerlich ist das, ganz ärgerlich. Noch Broken Weapon Parts, das ist sehr gut. Ich glaube, mir fehlen noch ein oder zwei für die Pistole. Aber, ja, jetzt habe ich keine Wahl mehr. Das lasse ich jetzt einfach alles mal hier liegen und verziehe mich wieder. Ich glaube, dadurch, dass ich 21 Locations, also alle Locations angestellt habe, habe ich es mir auch einfacher gemacht, weil ich jetzt so viele Locations habe, in denen eben keine Gefahr ist und ich viel finden kann. Naja, mal schauen. Jetzt haben wir ein Viertel der Zeit, oder sind jetzt beim Viertel der Zeit angekommen, 10 von 40 Tagen. Meine Überlebenden hier wissen natürlich nicht, dass es nach 40 Tagen vorbei sein wird, dieses Höllenerlebnis. Das ist also für sie schon mal eine ganz andere Situation als für uns Außenstehende. Jakob schickt mal ins Bett. Die Leute sind jetzt auch wieder very hungry und oh Gott, Jan ist depressiv. I can't, I give up, oh nein. Was tun wir in so einer Situation? Wir lassen zum Beispiel Alex mit Jan reden. Also jetzt haben wir diese Sprechblase. Das heißt, dann kann ein anderer Charakter mit diesem Charakter interagieren und Sprechblase heißt, ihm gut zuzureden. Mal gucken, ob Alex das kann. Ja, da packt er mich an den Schultern. Was sagt er? Jan, you can't give up.
jetzt beginnt diese Situation und manchmal geht das eben auch schief. Das heißt, dann werde ich nicht, geht's mir nicht besser und dann werde ich, bin ich immer noch depressiv. I know, but all this, ja, also ich glaube, Alex scheint mein Herz zu erreichen und dann bin ich gleich vielleicht nicht mehr depressiv, sondern nur noch traurig. Toll. Ja, Philipp schicken wir gleich ins Bett, der soll jetzt hier erstmal ein bisschen kochen, denn alle sind sehr hungrig. Und wir haben sogar die Möglichkeit, Quality Meals wieder zu machen und dann machen wir das doch auch. Thank you, you're a good friend. Oh ja, Alex, vielen Dank dafür. Jetzt ist dieses Ereignis, glaube ich, vorbei. Das heißt, ich kann Alex aufstehen lassen und Jan ist nur noch sad. Ist das nicht toll, was der Alex alles machen kann? Oh, da ist jemand an der Tür. Ich lasse Alex mal zur Tür rennen, denn er ist zwar very hungry, aber wenn ich ihn jetzt mitschicke über Nacht, dann... Wobei, ich lasse ihn erst mal was essen. Nee, ich schicke ihn mit. Ich schätze mal, ich muss da irgendjemandem helfen. Und Alex ist dann erstmal weg. Ja, was möchtest du? Ich lebe nebenan mit meiner Tochter. Ich habe Gerüchte gehört, dass irgendwelche Plünderer Häuser ausrauben und Frauen vergewaltigen. Ich kann die Türen zwar schließen, aber sie könnten durch die Fenster reinkommen. Kannst du mir helfen, sie zuzunageln? Ja, klar. Ich denke, das machen wir auf jeden Fall. Denn bei solchen Dingen sollte man hilfsbereit sein. Ich raub zwar Pensionäre aus, aber irgendwo habe auch ich meine moralischen Grenzen. So, ich lasse Philipp erst nochmal was essen und dann schicke ich ihn erst ins Bett. Und Jan lasse ich dann auch was essen und Jan kann dann aber auch danach anfangen, hier ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen neue Sachen zu bauen. Mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Aber ich bin im Moment gerade ganz zufrieden. Ich habe genug Essen, ich bin super versorgt, was die medizinische Situation anbelangt und im Moment laufe ich auch nicht Gefahr, dass einer sich verletzt. Es könnte höchstens einer krank werden, aber auch das sollte zu machen sein. Jakob ist aufgewacht und ist hungrig, das heißt, Jakob soll sich jetzt einfach mal was kochen, aber wir haben kein Brennmaterial. Das einzig verbliebene Buch, was ich habe, werde ich nicht verbrennen. Das heißt, ich... ach, fuck. Ich warte jetzt erstmal ab. Komm, Jakob, iss einfach dieses Dosenfutter hier. Jan, schau mal bitte nach. Ja gut, in der nächsten Runde kann ich zumindest ein bisschen Holz nach Hause holen, aber die Parts habe ich da, glaube ich, nicht mehr so viele von. Da sind in der Hütte, glaube ich, keine mehr. Das ist ein bisschen blöd. Mist, 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 Mist. Kann ich hier was Neues bauen? Messer haben wir ja schon. Lockpick. Pistole fehlt noch. Da will ich aber auch wieder einen Part verbrauchen. Ist auch blöd. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was unsere... was das hier sagt. Könnte einen herstellen. Dann machen wir das. Vielleicht ist ja der Military Outpost bald da, dann kann ich zumindest mit diesen Soldaten handeln und vielleicht hat er ja ein gutes Angebot für mich. Muss man mal schauen. So, ich glaube, dass jetzt dieser Tag aber nicht mehr so viel hergibt. Alle sind halbwegs versorgt. Alex ist beim Nachbarn oder bei der Nachbarin und nagelt die Fenster zu. Und ja, mehr bleibt mir nicht übrig. Dann beenden wir diesen Tag. Und der Outpost ist noch nicht verfügbar. Hier habe ich noch Parts. Aber ich brauche Materials und keine Parts, glaube ich. Ich glaube, Parts sind nur die elektrischen Teile und Materials sind Wood und Components, oder? Boah, ich weiß es nicht. Ah, man weiß es einfach nicht. Dann gehen wir, glaube ich, zu diesem Squad. Und gucken mal, ob wir da nicht irgendwas Cooles finden. Wer macht das? Ich schicke mal wieder Philipp auf Tour. Und Jan muss diesmal mal Wache halten. Klingt ganz fair. Ich glaube, wir nehmen einfach mal nichts mit. Wenn ich eine Säge brauche, dann stelle ich es ja schon fest und dann gehe ich jetzt das nächste Mal nochmal hin. Lockpicks habe ich eh keine. Messer werde ich nicht brauchen, denke ich. Da war ja keine Gefahr angezeigt, von daher... und sonst kann Philipp sich mit seinen Fäusten ja auch wehren. Es war eine Ruine vor dem Krieg und jetzt sieht die halbe Stadt genauso aus, ja. Das ist es, was Krieg aus uns macht, ne? Was haben wir hier? Geil, super, Jackpot. Sofort diese ganzen Parts gefunden. super geil, top. Wobei, gucken wir erstmal hier durch.
Nichts zu sehen. Kriege ich die Tür überhaupt auf? Ja. Was haben wir hier? Auch nichts zu sehen. Alles ist unverschlossen. Ja, ob hier wohl Obdachlose drin leben? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich hier zwischen Obdachlosen und Rebellen entscheiden konnte. Wenn ja, habe ich aber, glaube ich, die Obdachlosen gewählt. Da oben ist so eine Nische, da könnte ich mich verstecken. Aha, hier kann man sich also durchsägen. Das sollte ich mir schon mal merken. Wir schauen mal, was ist hier oben. Oh Gott, ist das eine Leiche? Du Scheiße. Ja, nicht so geil, aber... oder schläft der dann nur? Nee, das ist, glaube ich, eine Leiche. Hm. Da werde ich dann vielleicht in der nächsten Nacht mal gucken gehen. Erstmal hier oben schauen, was es da so gibt. Zucker. Und noch mehr Holz, aber das lassen wir erstmal liegen. Wobei, ich brauche ja viel... ich gucke erstmal weiter, was es hier noch so gibt. Ich renne jetzt hier auch einfach rum, denn ich glaube, hier gibt es wirklich nichts Gefährliches. Und, es gibt auch noch mehr Parts, das ist super geil gerade, top. Was haben wir hier? Wieder eine Story. Liebe Mascha, ich habe unter den Obdachlosen Obdach gefunden. Okay, er ist jetzt einer von ihnen. Und er meint noch irgendein Gemälde zurück, aber ich denke mal, das war er hier oben und er hat... Das ist eine Ratte, denke ich. Und er konnte hier nichts mehr fertigstellen, das ist echt traurig. Ach nee, da wohnt wirklich jemand. Vielleicht gehen wir gleich mal runter und gucken nach, was der so zu erzählen hat. Auch hier wieder Components ohne Ende. Wahnsinn, wie viel es hier gibt. Oder ist das hier das Gemälde? Ja. Das Bild wurde vor kurzem gemalt. Reich aussehende Menschen, Leute sitzen zusammen in einem zerstörten, zugemüllten Gebäude. Wahrscheinlich irgendeine Form von Metapher, sagt das Spiel. Kann sein. Ja, mein Rucksack ist jetzt schon pralle voll. Ist die Frage, was ich jetzt mache. Ich könnte die nochmal droppen, ich könnte den hier droppen, da noch einen holen. Ich schau mal, was es hier noch so gibt, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine super Ausbeute für mich. Also viel mehr, viel besser jetzt gar nicht laufen können, so content-technisch. So. Ja, gut, ne? Ah, okay. Ja, dann gehe ich gleich nochmal hoch zum Obdachlosen. Oder runter zum Obdachlosen, aber ich muss halt oben rumgehen und schaue jetzt nochmal nach, was es hier unten so gibt. Wasser, was lassen wir mal hier. Davon habe ich im Moment genug. Ach du Scheiße, sind das viele, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja ein riesiger Vorrat hier. Ja, das merke ich mir, hier werde ich demnächst wieder hingehen. Und einfach mich eindecken mit weiteren Vorräten und vor allem da oben einmal reingehen, das ist doch schon sehr, wenn auch irgendwie traurig, aber doch sehr interessant. Wer das da oben wohl war, vielleicht finden wir einen Hinweis darauf. Jetzt hüpfen wir aber erstmal runter. Prince of Persia Style. Good evening, sir. I'm very hungry. Could you help me? Ah, if I don't eat something, I don't know how long I can hold on. Fuck, ich habe nichts zu essen mit. Dann nehme ich nächstes Mal was zu essen mit und werde ihm das geben. Und, ja, das werde ich dann schon machen. Nein, das ist schon okay. Das ist nicht erniedrigend. Oh Mann, ey. Was ganz interessant ist, ihr seht, hier sind überall Handsymbole und keine Klausymbole. Das heißt, ich kann hier alles nehmen, ohne dass der Typ aggressiv ist. Oder aggressiv wird. Wahnsinn, hier gibt es ja wirklich so viele Parts. Das ist der absolute Wahnsinn. Da ist ein verschlossener Schrank, das sollte ich mir auch merken. Also ein Lockpick muss ich mitnehmen, ein Sägeblatt und ein bisschen was zu essen nächstes Mal. Aber jetzt gehe ich zurück und ja, werde das dann erstmal so hinnehmen. Mal gucken, ob wir nachts angegriffen wurden. Wäre ja eigentlich mal wieder soweit, Tag 11. Ich nehme mal einen Schluck zu trinken. Philipp ist erfreut. Und Jan wird mal wieder krank. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit Jan? Aber ich glaube, dadurch, dass er depressiv war oder ist oder jetzt traurig, ja, hat er halt dieses Problem einfach. Können wir was kochen? Wir können zumindest wieder Brennholz herstellen.
Das mache ich jetzt auch, egal wie viel Holz ich vielleicht brauche, aber dann kann ich zumindest was kochen. Ist mir gerade relativ wichtig. Dann lasse ich Jan diese Tabletten hier nehmen. Und Jakob, beziehungsweise Alex ist das hier. Alex lassen wir ins Bett. Jakob lassen wir kochen und Phil geht auch ins Bett. Ach, uns fehlt Wasser. So sage ich gerade noch, wir haben ja genug Wasser und mir fehlt Wasser. Ah, ja, dann koche ich halt nächstes Mal. Großartig. Jan ist auch müde. Wieso ist hier. Ach, Alex, wieso ist Alex denn müde? Ah, ist das alles blöd. Alex ist auch very hungry. Ach, weil der die ganze Nacht unterwegs war. Der war ja bei dem Nachbarn. Dann lasse ich Alex doch einmal rohes Fleisch essen. Weil Jan ist müde, der muss sich eben erholen und dann schicke ich mal eben Jakob nach unten. Der soll mal kurz abchecken, was ich hier vielleicht gerade noch so bauen kann. Ich kann mir erstmal das Boost holen. So geil, wie sie die Leiter runterrutschen. MacGyver-Style. Und wieder ab nach oben. Komm, Alex, setz dich auf den Stuhl, erhole dich erstmal. Also, was fehlt mir noch zur Falle? Gar nichts, ich kann sie bauen. Top. Dann bauen wir die jetzt mal. Und stellen sie direkt neben den Wassersammler. Sehr schön, das freut mich. Und wie gesagt, eine zweite Falle will ich eigentlich auch bauen. Und da müsste es theoretisch so hinhauen, dass ich eigentlich halbwegs die Vorräte gesichert habe. Also, dass ich dann zumindest immer wieder rohes Fleisch habe. Und notfalls kann ich auch auf rohem Fleisch überleben. Eigentlich würde ich auch gerne langsam ein Radio bauen, denn die Temperaturen scheinen zu sinken und dann würde ich erfahren, ab wann hier irgendwie Stress ist. Ja, ihr seht, ich kann hier eben verschiedene Sachen reinpacken, kriege dann zwei Raw Foods raus. Ich kann auch Fertilizer reintun, das ist das Coole und den Fertilizer brauche ich gerade einfach nicht, weil ich einfach keinen Garten habe. Ich kann auch mal gucken, wie viel mich das kostet. Herbal Workshop oder Herbal Garden. Der Herbal Garden ist sauteuer. Damit kann ich dann Medikamente und Zigaretten machen und ich kann ihn eben auch ausbauen mit so einem Heatlamp-Zeug und kann dann eben auch eigenes Gemüse anbauen, aber das ist sehr aufwendig. Und mit dem kann ich eben auch Sachen machen, aber ich glaube, das spare ich mir ganz. Medikamente kriege ich sowieso genug irgendwie. Also irgendwie komme ich schon an Medikamente, denke ich. Und ich baue lieber den Ofen jetzt irgendwie nochmal aus. Also ich baue jetzt hier nochmal eine zweite Animal Trap. Da brauche ich auch nochmal ein paar Parts hier. Und baue danach den Ofen aus. Und dann konzentriere ich mich darauf, ich kann das Radio bauen. Komm, dann bauen wir jetzt das Radio erst nochmal und dann konzentriere ich mich darauf, noch das Haus sicher zu machen, vor dem Winter auf jeden Fall. Das Radio baue ich hier oben neben das Bett irgendwie. Passt das? Hallo? Passt natürlich nicht, was soll das? Ist ja irgendwie blöd. Auch nicht neben den Stuhl? Das ist ja alles super blöd. Ja, dann bauen wir es einfach hier hin, neben die Arbeitsbank. So, Alex ist immer noch super müde. Ein drittes Bett wäre vielleicht auch angebracht, aber das ist so ein Luxus. Den gönne ich mir, wenn ich echt mal irgendwie ein bisschen Spare-Sachen habe. Ja, wie viel bräuchte ich jetzt doch mal, um den Ofen auszubauen? Ich muss mal wieder nachgucken. Components und Holz einfach nur. Ja, und diese Paarzeit, ne? Also ich nehme jetzt, glaube ich, auf der nächsten Tour ganz viele Components und Holz mit und fertig. Dann gucken wir mal. Jetzt hören wir einmal ins Radio rein, so sieht das aus. Ich kann hier rechts einmal durchgehen und immer wenn das Licht weiß leuchtet hier rechts, dann habe ich einen Sender drin. Und dann notieren sich auch, was hier gesagt wird. Hier steht's, ach, die Temperatur scheint anzusteigen, das ist doch schon mal schön. Dann haben wir, passt auf vor den Roamers, also von Looters, okay. Und Hunger und Krankheit ziehen über unsere Stadt hinweg. Da muss ich also aufpassen. Ja, ansonsten kann ich hier auch Musik einstellen. Das hilft mir auch dabei, wenn jemand depressiv ist, dass es ihm besser geht. Egal, das sind, denke ich, alle Sachen, die ich für den heutigen Tag erledigen kann. Es scheint auch nichts mehr zu passieren, so spät wie es jetzt schon ist. Das heißt, wir beenden diese Folge. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.